Informationsmail auf. Eine Information des evangelischen Priesterdienstes. In der Mail vom Donnerstag steht unter anderem Folgendes. Im Kirchenkreis Schleswig-Herzburg, die gegen mich aufgewachsen werden, da sollen in den nächsten Jahren die Pastorenstellen von 80 auf 68 gekürzt werden. Pro Pastor soll es dann noch eher so 2400 Gemeindeglieder geben. Das heißt ungefähr so viel wie hier bei uns schon seit 20 Jahren. Das ist also eine etwas absehbare Entwicklung. Dann stand Patron, im größten Kirchenkreis unserer Nordkirche, Hamburg-Ost, da gehören Teile von Hamburg zu, Harburg, Bergedorf und Teile von Kreisestormen. Dieser Nordkirchenkreis, der hatte 1992 660.000 Mitglieder, jetzt ist er auf 440.000 gesunken. Also um ein Drittel ist er gesunken. Und daher, so haben die da gerade beschlossen, sollte in den kommenden 10 Jahren ein Drittel aller Kirchen- und Gemeindehäuser nicht mehr genutzt werden. Also sprich, abgerissen oder verkauft. Das sind doch schockierende Nachrichten. Oder haben wir uns daran gewöhnt, dass die Kirche auf dem Rückzug ist? Mich schockiert das. Gestern und vorgestern Abend, Bergern ist angedeutet, hatten wir Hubertus eingeladen. Hubertus von Stein, ein Organisationsentwickler, der hilft eben, dass wir die Organisation unserer Gemeinde weiterentwickeln können. Und nebenbei bemerkt, der Mann ist wirklich spitze, zwischenmenschlich kompetent und auch in der Art, wie er Sachen verklärt, einfach super. Als ich ihn zum Bahnhof brachte und ihm von dieser Predigt noch kurz erzählte, machte er mich auf ein Positionspapier der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands, aufmerksam. Unter dem Titel Kirche der Freiheit, kann man sich runterladen, 110 Seiten lang, vom Juli 2006, also knapp 10 Jahre alt. Und dieses Papier handelt davon, wie die Kirche, unsere Kirche wohl 2030 aussehen wird, vermutlich. Um ein Drittel geschrumpft, war da die Prognose, und man muss sich viel mehr auf sein bisheriges Kerngeschäft konzentrieren. Und das braucht viele begleitende Maßnahmen, und eine davon ist die bessere Organisation von Kirche und Gemeinden. Als ich das las, gestern Abend, hoppla, das haben wir gerade gemacht, deswegen haben wir Hubertus von Stein hier eingeladen. In dem EKD-Papier stehen noch viele weitere interessante Dinge, was Kirche wohl tun kann, um fit fürs 21. Jahrhundert zu werden. Schockiert bin ich, dass dieses Papier, das ja schon 10 Jahre alt ist, in den letzten 10 Jahren weder in unserer Pastorenschaft noch in den Kirchengemeindenräten irgendwie mal breiter diskutiert wurde. Aber vielleicht sehe ich das gerade nicht. Aber was unsere Nordkirche betrifft, kann ich von kirchenleitender Seite aus keine ernsthafte Initiative erkennen, die dieser schleichenden Kirchenaustrittsbewegung, die wir hier haben, entgegenwirkt. Dass Kirche immer mehr Mitglieder verliert, wird gleichsam schicksalhaft hingenommen. Für mich ist das schwer zu ertragen, dass meine Kirche so visionslos ist. Ein Blick zurück in die Kirchengeschichte zeigt, dass es mit der Kirche immer mal bergauf und bergab ging in den letzten 2000 Jahren. Mit Kirche ging es immer dann bergauf, wenn Gott einen Aufbruch schenkte. Reformation zum Beispiel. Aus sich heraus kriegt Kirche sowas nämlich nicht so richtig gut hin. Oder vielleicht auch gar nicht. Deshalb habe ich eine ganz große Sehnsucht danach, dass Gott uns gnädig sein möge und wieder einen Aufbruch schenkt. Davon träumt der Pastor. Der letzte große geistliche Aufbruch in Deutschland war die sogenannte Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Die ging teilweise noch hier so in Nordschleswig, heutige Süddänemark, ging die noch bis kurz vor den Ersten Weltkrieg. Aber diese Aufbruchbewegung strahlt durch Schleswig-Holstein nur so ganz spürlich. Die Buchhandlung Trio, früher
unter dem Strich heißt das, meine Kirche hier in Schleswig-Holstein hat schon seit weit mehr als 100 Jahren keinen ersten Aufbruch erlebt. Ein kleines Buch, das ist direkt nach dem Krieg. Da brachten viele Leute nach Gott, die Kirchen waren wieder voll, aber dann kam das deutsche Wirtschaftswunder und dann ebbte das mit der Kirche zügig ab, da wurde der Konsum. Als Pastor habe ich jetzt ungefähr Halbzeit. Ich für meinen Teil habe folgenden Entschluss gefasst. Ich will in meiner zweiten Arbeitszeit Hilfe bis zum Ende. In dieser zweiten Arbeitszeit Hilfe will ich Gott in den Ohren legen und meinen Beitrag dazu leisten, dass Gott einen Aufbruch in unserer Kirche schenkt. Ich weiß genau, wir können so einen Aufbruch nicht machen. Das ist allein ein Geschenk. Solange stelle ich mir deshalb trotzdem die Frage, gibt es nicht etwas, vielleicht eine Kleinigkeit, die wir zu so einem Aufbruch beitragen können? Ich bin zu der Überzeugung gelangt, wir können tatsächlich etwas tun, eine Kleinigkeit. Davon spricht unser Predigtext aus dem ersten Brief an Timotheus. Paulus schreibt an seine Mutter, und ich bin dabei, ich habe mal die Festzählung heute drin gelassen. Paulus schreibt an seine Mutter, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit bekennen. Es gibt nämlich nur einen Gott, es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Thema Gebet. Vier Punkte zu diesem zentralen Thema. Erstens, der wichtigste Job. Der Maurer malt, der Schlosser schraubt und schweißt, der Zimmermann sägt und baut Dachstühle, der Dachdecker deckt Dächer ein, der Bäcker backt Brot und Kuchen, der Kfz-Mechaniker repariert Autos, der Gärtner pflegt Gärten, der Friseur schneidet Haare. Und was macht der Christ? Der große Reformator Martin Luther sagt Folgendes: Wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten.
unsere regierenden Politiker gibt und ebenso für die Wirtschaftsbosse, die Universitäts- und Schulrektoren, die Polizeipräsidenten und die Generäle, dann tun wir das, damit sie uns ein Leben in Demokratie, Frieden und Glaubensfreiheit ermöglichen. Wenn wir jetzt nach Syrien kommen, so ein krisen- und kriegsgeschuldetes Land, oder wenn wir noch in so eine Diktatur gucken wie Nordkorea, da haben Christen das enorm schwer, ihren Glauben öffentlich zu leben, sobald sie es öffentlich machen, werden sie massiv verfolgt. In unserer deutschen Demokratie dürfen wir unseren Glauben frei und offen leben, ohne dass man uns mit Gefängnis droht. Für solche positiven Lebensumstände lohnt es sich wirklich zu beten. Dritter Punkt. Gebet wirkt auch im geistlichen Bereich. Gebet wirkt nicht nur in allen möglichen weltlichen Angelegenheiten. Gebet beeinflusst auch den geistlichen Bereich. Und auch hier dürfen wir Gott mit Bitten, Flehen und Danken bestimmen. Paulus schreibt weiter, in dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Ups, was für eine Wahrheit meint Paulus? Dass eben Taufe und Konfirmation im Allgemeinen nicht ausreichen, um gerettet zu werden. Um gerettet zu werden für eine Ewigkeit, muss ich das persönlich für mich in Anspruch nehmen, dass Jesus sein Leben als Lösegeld auch für mein Leben gegeben hat. Er ist auch für meinen Fehlverhalten, für meine Sünden ans Kreuz gegangen und gestorben und lädt mich ein, mit ihm zusammen zu leben. Diese Wahrheit gilt es zu erkennen. Und deshalb fährt Paulus dann fort, denkt man, das ist die Wahrheit. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, eben dem der Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben für alle. Meine Erfahrung hier in Schleswig-Holstein der letzten 15,5 Jahre zeigt, dass die Schleswig-Holsteiner dieser guten Botschaft dem Evangelium gegenüber nur mäßig aufgeschlossen sind. Das ist hier schon in Schleswig-Holstein relativ zäh. Sonst wäre die Kirche mit Sicherheit viel voller. Deshalb ist es unsere Aufgabe, deshalb gehört es zu unserem Handwerk, dass wir dafür beten, dass Menschen sich für die Botschaft von Jesus öffnen, damit sie die Wahrheit über ihr Leben erkennen und sich dann von Jesus retten lassen. Auf diese Weise wird Gebet eben im geistlichen Bereich und Gottes Reich, dieses unsichtbare, aber fühlbare, das kann wachsen. Vierter, letzter und letzter Punkt. Gebet als Lebensstil.
Beispiel bei dem, ich liebe Mut, also 15 wie 40. Für mich ist diese geölte Kette ein Sinnbild fürs Leben. Wie oft erleben wir, dass es in unserem Leben hakt und nicht runterläuft? Stress in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, Stress zwischen Eltern und Kindern, diverse Wehwehchen oder schwere Krankheit. Und wenn sowas drinsteckt und das Leben nicht rundläuft, der sehnt sich dann danach, dass unser Leben wieder rund. Stress annimmt und wir körperlich wieder fitter werden. Ja, dass das Leben gut geölt wird, danach sehen wir uns. Gebet ist wie Öl. Genügend Gebet ist für unser Leben wie genügend Öl auf der Kette. Es läuft wie geschmiert. Nochmal das letzte. Darf ich gerade nicht am Gebet sparen, sondern im Gegenteil, ich bete noch mehr. Eine hoch beanspruchte Kette braucht mehr Öl. Nochmal das Zitat von Luther. Ich habe so viel Arbeit, ich esse ganz viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Und ich meine, das funktioniert. Ich habe das gerade erst vorgestern erlebt am Freitag. Es zeichnete sich ab, dass Freitag enorm viel zu tun war. Und Bertus von Stein hatte sich angekündigt für Freitagabend und den halben Samstag, den er mit uns gearbeitet hat. Und da dachte ich schon, oh, da geht mir wieder Zeit fürs Predigtschreiben verloren. Also muss ich sehen, dass ich noch möglichst viel nach Freitag, den Freitag einpacke, um schon mal dort anfange, Predigt zu schreiben. Und siehe da, alles. Ich hatte sogar noch Predigt genannt, dass ich dachte, ah, jetzt mache ich den für den Hubertus mal was Besonderes, ich schmeiße mal meinen Bullock an und hole ihn damit von der AKM ab. Also als Schmankerl, ne, für den Referenten, der kommt auf den Hubertus. Ne? Und immerhin ist das ein alter Ingenieur, ne, der dachte ich so, ne? Darf ich tun, was Nettes? Dann zeichnete es sich ab, dass der später kommen würde. Dann kehre ich wieder um und auf der Höhe der Mühle ist das Ding verrückt. War nicht geplant, ich weiß auch noch nicht, was das ist. Ich habe mich dann von einem befreundeten Trägerfahrer abschleppen lassen. Er hat mich hier freundlicherweise bis nach Hause geschleppt. Und siehe
arbeitet ja bei uns. Je mehr ich arbeite, desto mehr schaffe ich weg, desto effektiver bin ich. Dass das ein Trugschluss ist, zeigen uns die Workaholics und die ganzen Burnout-Patienten. Auf eine gute Mischung von Gebet und Arbeit liegt so viel Segen, dass der Arbeitsanteil besonders effektiv wird, besonders gut geölt wird. Mit diesem Lebensstil, der von Ora et Labora geprägt ist, haben Nonnen und Mönche in Jahrhunderten unser christliches Abendland geschaffen. Auf deren Mist ist das gewachsen. Die ganzen europäischen Grundwerte, die wir heute haben, der christlich geprägten Kultur, ist durch Nonnen und Nonnen eingeführt worden im Laufe der Jahrhunderte. Und wir haben alle nach diesen Arbeitsprinzip gelebt. Aus deren Klöstern, aus den Klöstern heraus sind die Schulen entstanden. Ich selbst bin auf der Domschule in Schleswig zur Schule gegangen. Das ist auch so ein Ding, 800 Jahre alt. Aus den Klöstern gingen die Universitäten hervor und unser gesamtes Krankenhauswesen, wie wir das heute kennen. Und genialerweise haben die Jungs mit der Tonsur und den Bäuern das Bier. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, Ora et Labora ist der unschlagbare Stil zu leben. Der beste Lebensstil schlechthin. Und deshalb habe ich einen Traum. Ich möchte mich eben auch in der zweiten Hälfte meiner Arbeitszeit, ich möchte mich dafür einsetzen, dass diese Mischung aus Beten und Arbeiten auch unser Gemeindeleben, meins inklusive, mehr und mehr trifft. Wie das ganz konkret aussieht, weiß ich noch nicht. Das wird sich in einem längeren Prozess zeigen. Weil ich in den ersten Tagen dieses Jahres auf der Gebetshauskonferenz in Augsburg war, lässt mich das sogenannte 24-7-Gebet nicht mehr. Das geht in den Ländern, sagen 24-7, das die Deutschen würden sagen, rund um die Uhr. Das lässt mich überhaupt nicht mehr los. Gebet rund um die Uhr und 24-7 heißt eben nicht nur 24 Stunden, sondern auch 7 Tage die Woche. 1999 begann in Südengland eine Bewegung, dieses Gebet ernst genommen haben und langsam aber sicher breitet sich diese Bewegung über den ganzen Globus aus. Da erkennt man Gottes Handschrift. Und deshalb träume ich auch von einem extra Gebetsraum für unsere Gemeinde. Und weil wir keinen Raum über haben, das Gemeindehaus ist schon total so nicht benutzt, weil wir keinen extra Gebetsraum haben, träume ich von sowas wie so einem Unterkinder. Nochmal nächstes Bild, oder so in dunkelgrün, die gibt es in verschiedenen Ausstattungen. Also ganz ernsthaft, wenn jemand von Ihnen, von euch weiß, dass ein Wohncontainer zu verkaufen hat, neu kosten die wohl nicht 5.000, wenn jemand mit so einem Ding günstig abzugeben ist, bitte bei mir melden. Ganz ernsthaft. Beate und ich, wir überlegen gerade, ob wir nicht im Oktober im Gemeindehaus mal so eine Gebetswoche, so ein 24-7-Projekt ausprobieren sollen, wo wir alle miteinander in unterschiedlichen Schichten diese 168 Stunden einer Woche gebetsmäßig abgeben. Dann stimmen wir gerade so rum und sammeln da Ideen. Die Erfahrungen aus England und anderswo, die zeigen, von so einem Gebetsraum, wo kontinuierlich gebetet wird, geht eine geradezu faszinierende Wirkung aus. Solch ein Raum bringt Beter ganz neu mit Gott in Kontakt. Der beeinflusst den Gottesdienstbesuch. Der motiviert Menschen, ihr Glauben einzusetzen. Und selbst Seelsorge läuft plötzlich wie geölt. Da könnte man noch Bände zu erzählen, was da passiert. Wer in diesem spannenden Projekt mit Beate und mir mitdenken und mitbeten möchte, der möge sich auch bitte bei uns. Da kann man ganz viel darüber diskutieren, oder so